In diesem Video geht es um eine Begriffsklärung, sehr wichtig. Und zwar klären, definieren und wir werden es auch voneinander abgrenzen. Die beiden Begriffe Internationalisierung und Globalisierung. Internationalisierung und Globalisierung. Internationalisierung ist eine länderspezifische Anpassung. Das bedeutet, wenn ein großes Unternehmen, neudeutsch ein Global Player, in ein bestimmtes Land seine Produkte verkaufen möchte und die Strategie der Internationalisierung verfolgt, dann wird er seine Produkte länderspezifisch anpassen. Was kann das sein? Zum Beispiel die Marke, die Verpackungsgröße oder die Produktgröße, die Farbgestaltung und. Denn zum Beispiel bestimmte Markenbegriffe lösen in einer anderen Sprache eine ganz andere Assoziation aus, zum Beispiel. Ja, so kann es sein, dass sich irgendwo jemand einen Markennamen für ein Auto überlegt und in einem anderen Land ist dieser Markenname eine obszöne Beleidigung. Und wenn man also sich länderspezifisch anpasst, dann achtet man darauf, dass so etwas nicht passiert. Globalisierung ist eine unspezifische, man könnte es auch deutlicher sagen, unangepasste Ausdehnung. Und das ist der Grund, oder einer der Gründe, nicht der Grund, aber einer der Gründe, warum so viele große Unternehmen die Globalisierung befürworten, weil die länderspezifische Anpassung Marktforschung erfordert, gegebenenfalls eigene Produktlinien erfordert, die ganze Sache natürlich viel, viel komplizierter macht, als wenn man einfach ein Produkt für alle verkauft. Globalisierung ist einfacher. Internationalisierung ist komplizierter, ist teurer und erfordert sehr viel mehr Respekt. Globalisierung hat vor diesem Hintergrund etwas ziemlich Respektloses. Okay, das war's für dieses Video. Alles Gute, Marius Ebert.